Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ja? Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja dann. Das bin dann wohl ich. Nein. Dad? Ich meine Seagull? Nein. Das heißt jetzt General Seagull. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonys Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Bestimmt. Er hat sich geklont. Oh so. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Oh nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Ja. So, die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Ein Moment noch! Ihr habt noch gar nichts gemacht? Was zum... Oh, hallo Goal. Oh, hallo Rufus. Aua. Vielleicht hätte ich doch vorher schon mal reingehen sollen. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Was wir natürlich nicht machen werden. Hast du das vermasselt? Au Quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Yeah. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Die Nukleinsäure des Todes. Und ob es die wird. Also nicht Schaut das Todes, genau hin. Sicher, okay, ich kann wieder mit ihm interagieren. Das ist schon mal ganz gut. Aber wir haben die Nukleinsäure, also werden wir Goli zurückholen. Lecker! Was? Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann gut. nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Oh, nein! Stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc! Richte die Kanone aus! Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Upsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp! Das könnt ihr doch nicht machen!
Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Nur noch einen Rufus. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Oh yeah. Heftig. Seagull ist nicht nur unser, wie soll man es am besten ausdrücken, egozentrischer, narzisstischer Arschloch, Stief-Adoptivvater, whatever, sondern auch noch der neue General der Rebellen, die wir gegründet haben. Schweinerei? Ja, wir müssen die Sprengung Elysiums verhindern. Okay, gut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht zuerst hätten in die Vollfürstenversammlung gehen sollen, bevor wir alles andere machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass da so der kleine, der Schritt sozusagen fehlt. Hier müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Ja, die Datasette, die wir besitzen mit den Aufstiegscodes. Nun mal langsam! Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein. Was? Ah! Goal! Du bist wieder die Alte. Aber wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donna. Aber Hermes. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rückt die Aufstiegscodes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Oh. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Ganz bald. Oh je. Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Sieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Jetzt entschuldigen? Wie jetzt entschuldigen? Wofür denn? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein, er muss das lernen. Also Rufus, wir warten. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Ja. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du, die Schuld auf andere abzuwälzen. Ist womit so bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Hey. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Ich will dich entschuldigen. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Goal beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das doch gar nicht. Ja. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss. Müssen sie ihm wirklich so zusetzen? Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus. Wir warten. Dann warten wir eben. Ja. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So. Du Verdammter! Seagull, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja,
Das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Wird's bald? Ja, ich fang von oben an. Das war alles seine Schuld. Das stimmt doch gar nicht. Er ist schuld. Du bist dreimal mehr schuld, ohne Rückfahrkarte. Ey, das gilt nicht. Wohl. Ruhe! Entschuldigt euch gefälligst. Und zwar beide. Sonst rutscht mir gleich der Finger ab. Ja. Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los, entschuldige dich. Never ever. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Nö. Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Bowl auf dem Gewissen. Ja, ja, und nicht nur das. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Oh, das war lustig. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Ja. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Er hat fremde Leute beleidigt. Das kann ich gut. Er hat Bosos Kutter zerstört. Ach, die Geschichte. Er hat John F. Kennedy erschossen. Ach, war doch gar nichts. Er hat Wenzel gedemütigt. Das ist doch normal, das macht jeder. Er hat fremde Leute beleidigt. Immer und immer wieder. Er hat halb Kubak verwüstet. Standardprozedere. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Lecker. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Ja, das war lustig. Er hat fremde Leute beleidigt. Okay, langsam wird es ein bisschen langweilig und eintönig und repetitiv. Er hat halb Kubak verwüstet. Aber nur halb Kubak. Ganz Kubak, das habe ich mir da nicht getraut. Er hat Wenzel gedemütigt. Okay, welcher bin ich denn jetzt? Er hat Tonis Goldfisch ertränkt. Was geht denn hier ab? Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Gammelessig! Er hat halb Kuba verwüstet. Holz an der Ragout! Abgestohlen, was das Zeug hält. Holz an der Ragout! Er hat Bosos Kutter zerstört. Das haben wir ja alles schön. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat halb Kuba verwüstet. Sie steht auf Seagulls Seite. Von der ist keine Hilfe zu erwarten. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nicht? Er hat Bosos Kutter zerstört. Entschuldige dich doch einfach. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Er hat sie doch nicht alle. Er hat eine Waffe. Oh, alle labern ja wohl die gleiche Scheiße. Er hat Kubak verwüstet. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Nein. Finger weg! Genau das meine ich. Ständig macht er Ärger. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Okay, das hatten wir auch schon. Das haben wir im Inventar. Er hat fremde Leute beleidigt. Bitte kommen. Aber ich glaube, da wird wahrscheinlich keiner rangehen. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Er hat John F. Kennedy erschossen. Von der ist keine Hilfe zu erwarten. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat Bosos Kutter zerstört. Finger weg, hab ich gesagt. Siehst du? Er ist an allem schuld. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Es reicht! Mutti gestorben ist. What? Nicht! Oh. Also was ist jetzt? Bekomme ich meine Codes oder nicht? Gib sie ihm nicht! Aber dann wirft er dich vom Turm! Hauptsache einer von uns schafft es nach Elysium! Unmöglich! Ich kann doch nicht schon wieder für deinen Tod verantwortlich sein! Das hat mir beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen! Was redest du da nur für einen Unsinn? Wird denn das heute noch was? In der Zeit hätte ich mir schon längst eine neue Kopie der Datasette anfertigen können! Was denn? Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich die Daten nicht noch irgendwo anders gespeichert habe! Sowas nennt man Backup! Tja, ich habe mich immer gefragt, was wohl dein letzter, entscheidender Fehler sein wird, Rufus. Ich denke, da haben wir ihn dann wohl. Hoppenbott, okay. Werfen Sie die Frau vom Turm. Aber Moment mal.
Weniger widersprechen, mehr Frau vom Turm werfen. Nicht? Nein! Goal! Oh Gott, nehm ich mit. Rufus. Oh. Überraschung, Sohnemann. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, was? Wozu eigentlich? Was bezweckst du damit? Keine Ahnung. Zeit schinden? Zeit? Wofür? Der dritte Rufus hat bestimmt einen Plan. Du benimmst dich wie ein Baby. Sieh es ein, der dritte Rufus hat es auch vermasselt. Ich benehme mich nicht wie ein Baby. Tust du doch. Nein, tu ich nicht. Tust du doch. Nein, tu ich nicht. Nein, tu ich nicht. Tust du doch. Nee. Nein, tu ich nicht. Tust du doch. Nee. Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Hä? Nanu, was ist das? Ein Babyfon klingelt. Ja, hallo? Ich habe es vermasselt! Alles klar, danke. Das war Rufus. Er sagt, er hat es vermasselt. Na sowas. Oh je. Erstmal raus aus dem Ding. Oh. Und los geht's. Hey, was soll denn das? Hey! Ich fahre! Sauber? Oh, verdammter! Lass das! Hey! Ich fahre! Okay, was haben wir? Oh, das ist böse. Ich kann gar nicht hingucken. Verdammt, tut das weh! Ich sag doch, ich fahre! Oh, na dann, nichts wie weg hier! Gut, dann Feuer frei. Ab nach vorne. Oder Rückwärtsgang. Ups. Yeah. Komm schon, mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr. Wovon redest du denn da? Okay. Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Tu es für mich. Oh je, wir verlieren ihn, glaube ich. Halte durch. Du kannst es noch schaffen. Nein, es ist zu spät. Alles wird dunkel. Du musst wach bleiben. Hörst du? Gib jetzt nicht auf. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Solange ich auf der anderen Seite keine Schrottpressen reparieren muss. Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. Echt mal. Ich schaff das nicht ohne dich. Doch, kleiner Anakin, Rufus, das tust du. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich glaube an dich. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach's gut, Rufus. Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Oh. Tja, das war's dann wohl.
Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Es ist eine lange Geschichte. Wie damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Nein, Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Ja, also... Aber noch das Heldenfoto und den Genitalabdruck. Komm schon, Rufus. Dir wird etwas einfallen. Ich glaube an dich. Ach, Goal. Hast du vielleicht eine Idee? Leider nein. Denk doch mal nach. Was würde ich sonst in dieser Situation tun? Ich weiß es nicht. Feuer legen? Das scheint mir wenig zielführend. So bin ich drauf gekommen. Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Oh ja. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter. Und um einiges klüger als du. Ach. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber... Er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Das ultimative Manöver. Das ultimative Manöver. Okay, du kannst mir nicht helfen. Du, das war echt total dufte von dir, dass du mich gerettet hast. Erinnere mich bitte nicht daran. Lass dir lieber schnell was einfallen. Du hast doch sonst immer irgendwelche Ideen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Irgendwo in diesem Stift versteckt sich ein neuer Plan, der nur darauf wartet, zu Papier gebracht zu werden. Ich muss ihn nur irgendwie da herausbekommen. Vielleicht mit ganz viel Drücken. Okay, der genialste Plan ever. Das ultimative Manöver.